Ich logge mich bestimmt jetzt nicht bei Epic 1 ein, Leute. Und vergessen. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? Be something you wish. Haben die jetzt den ersten Song drin? Ready? SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Eine Frage, welche Version findet ihr besser, die englische oder die deutsche? Das können wir eben nochmal abhaken. Und für die Leute, die das hier später auf YouTube schauen, ja, herzlich willkommen zu SpongeBob Schwammkopf Battle for Bikini Bottom Hydrated. Mein Gott, nee, Rehydrated. Mein Gott. Die deutsche finde ich auch besser. Audioeinstellung. Ich würde das tatsächlich mal ein bisschen leiser machen, die Musik. Gameplay-Einstellung, intelligente Kamera ein, Steuerung umkehren, keine Vibration ein. Oh, können wir ja machen. Video-Einstellung, oh, Fenstermodus, ach, guck mal. Pause aktiviert. Oh. Spracheinstellung. Mach mal Untertitel an, einfach nur so. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ich weiß noch, dass wir hier irgendwie, glaube ich, für die PlayStation 2 die Version haben. Willkommen in Bikini Bottom, ein normalerweise friedlicher Zufluchtsort im Meer. Heute wird er sich in ein Theater des Schreckens verwandeln, in dem unser kleiner gelber Freund die Hauptrolle spielt. Ich werde gleich mal leiser machen. Der große Tag ist gekommen. Ich habe einen genialen Plan ersonnen, um endlich das Rezept für den Krabbenburger zu entwenden. Und wenn Bikini Bottom dabei vernichtet werden sollte, was soll's? Mit meinem nagelneuen Duplikatotron 3000 klone ich eine Armee aus Robotern, die auf meinen Befehl hin Chaos und Verwüstung anrichten wird. Noch ein letzter Blick auf die Checkliste. Mal sehen. Punkt Nummer 1 ist Plankton ein Genie. Antwort ja. Okay, Checkliste abgehakt. Den Schalter umlegen. Willkommen, meine absolut gehorsame Roboterarmee. Augenblick, ich mach nur schnell ein Foto für mein Album. Hey, hallo. Was glaubt ihr, was ihr da macht? Oh nein, nein, nein! Wartet! Halt! Ich bin euer Meister! Ich hab euch erschaffen! Nein, nein! Das gute Geschirr! Ah! Warum baut man sowas mit ein? Ein wunderbarer Tag, um mit Robotern und Rennpferden zu spielen. Ja, nur schmeiß ich die Rennpferde und Roboter immer durcheinander. Wäre es nicht toll, wenn wir echte Roboter hätten, Patrick? Meiner hieße Robo Junior oder Zorlon oder vielleicht auch Frankie. Ja, diese unechten Roboter sind echt langweilig. Hey, was passiert wohl, wenn wir die Roboter hier reinstecken? Damit sie es sich hier gemütlich machen. Das ist nicht irgendein Schneckenhaus. Das ist mein magisches Wunschschneckenhaus. Wow, das ist toll, Patrick. Also, wir stecken die Spielzeugroboter hier rein. Okay. Wir sagen die magischen Worte und schütteln das magische Wunschschneckenhaus. Okay. Dann gehen wir schlafen und am nächsten Morgen können wir mit echten Robotern spielen. Aber Patrick, müssen wir nicht erst die magischen Worte sagen? Hast du doch schon. Okay, ist also das magische Wort? Früher war es Alakazama, Alabano, Wiesno, Dinkitana, Fuschbar, Kredelbitz von Wiener What? Schnauzer. Aber das habe ich immer vergessen. Bist du sicher, das klappt? Sicher.
Letzte Woche hatte ich nur einen großen Kekskrümel und ich hatte so großen Hunger, dass ich den Krümel in das magische Wunschschneckenhaus steckte. Dann sagte ich das magische Wort und schüttelte es. Und am nächsten Morgen hatte ich ganz viele kleine Kekskrümel. Patrick, ich verkünde, dass morgen der beste Tag überhaupt wird. Gute Nacht, SpongeBob. Gute Nacht, Patrick. Am nächsten Morgen. Roboterfreunde, 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 Roboter. Gary, warst du das? Tja, Gary, sieht ganz so aus, als hätten wir ein Problem. Ich werde wohl noch viel lernen müssen, um das Chaos hier aufzuräumen. Okay, ich kann gerade nicht pausieren. Okay, schade. Ich wollte es noch ein bisschen leiser machen, aber gut, müssen wir jetzt gerade mal durch. Ich will mal wissen, wie oft der Synchronsprecher von Patrick diesen einen Satz sagen musste. What the fuck? So. Mau. Mau. Was für eine fantastische Idee! Diese Schilder bieten mir wichtige und hilfreiche Tipps. Ja. Ich weiß auch, was ich lesen darf, aber gut. Aber wie kann ich die Schilder lesen? Also grafisch nicht ganz schlecht. Ja, es ist quasi eine Ruby Master-Version, ne? Also wie gesagt, es gab damals halt auch eine PS2-Version. Die haben wir. Da sah die halt ein bisschen schlechter aus, ne? Man ist ein PC. PC ist immer besser und es ist halt aufgehübscht. Deswegen. Mau! Mau! Patrick! Aber schön, aber Miau steht. Ah, okay. Drücke diese Taste, um die Schilder zu lesen. RB. Okay. Ob was merken könnte, ich weiß es nicht. Mau! Guck mal, wie Gary auch schaut. Wenn ich also nochmal mit dir reden möchte, muss ich lediglich zu dir hingehen und diese Taste drücken. Ich leg jetzt besser mal los, Gary. Ich glaube, das wird ein ziemlich langer Tag. Ich glaube, nicht nur ein langer Tag. Erkunde die Küche. Da will man gleich die Schnecke adoptieren. Das ist wirklich so, ne? Erkunde das Schlafzimmer. Erkunde den Speicher. Oh, heilige. Erkunde die Abstellkammer mit dem goldenen Pfannenwender, ganz wichtig. Und die 8-Tage-Woche von SpongeBob's Wäsche. Option, ja, ich möchte doch gerne die Option nochmal, warte mal. Ob so gut, ne? Na, stopp. Okay, so kommt ihr besser mit der Musik. Drücke RB zum Reden. Ach, da steht's auch. Das kannst du mir ruhig zutrauen, Gary. Ich merke mir das. Drücke diese Taste, um die Schilder zu lesen. Genau. Hier sonst was machen. Erstmal Fernsehen gucken, ganz wichtig. Wichtige Neuigkeiten. Die Bewohner von Bikini Bottom wurden von einer wütenden Woge schrecklicher Roboter angegriffen. Oh mein Gott. So viel dazu, das still und heimlich zu klären. Nachrichten von Spob, Nachrichten, die wollen es alle wissen. Die Behörden sind sich nicht sicher, wer für diese mechanische Bedrohung verantwortlich ist, haben uns aber versichert, dass die betreffende Person sehr große Probleme bekommt. Joach. Uh-oh. Sagte ich große Probleme? Ich meinte so große Probleme, dass sie sich dem Fassungsvermögen entziehen. Wir halten sie auf dem Laufenden, während diese tragische Geschichte sicherlich noch tragischer wird. Ja. Tragik, Tragik, Tragik. Guck mal hier, das Bild von SpongeBob und Patrick. Drücke RB zum Lesen. Diese glänzende Objekte sind sehr wertvoll und können eingetauscht werden. Das hilft SpongeBob bei seinen Aufgaben.
SpongeBob muss so viele glänzende Objekte einsammeln, um seine Aufgaben abzuschließen und die Bedrohung durch die Roboter beenden zu können. Es gibt bei den glänzenden Objekten 5 verschiedene Farben. Rot, Gelb, Grün, Blau und Lila. Rot ist am gewöhnlichsten und daher am wenigsten wertvoll. Lila ist am seltensten und daher auch am wertvollsten. Irgendwie immer so, ne? Bei Spielen. So Lila ist komplett am wertvollsten und... Ja gut, hier ist Rot, sonst ist es ja meist auch immer Grün. Das ist irgendwie so standardmäßig. Interessiert kein Schwein. Wertvollere glänzende Objekte sind in der Regel schwieriger zu finden oder befinden sich an gefährlichen Orten. Gott sei Dank. Ich glaube, die Schreibmaschine... Katschin? Kelpo? Nee. Wie kann das SpongeBob da stehen? Ach nicht, hier ist Kelpo. Auf dem Kühlschrank. Guck mal, wenn man SpongeBob so platziert, gut, wenn er sich jetzt bewegen würde, würde gar nicht auffallen. Toll. Ein Bug entdeckt. Achso, du meinst mit dem Stehen? Nee, ich glaube, das ist aber nur eine Hitbox. Deswegen. Ich glaube, es ist kein Bug. Was haben wir denn hier Schönes? Du kannst sehen, wie gut SpongeBob sich macht, indem du RT drückst. Die Zahl rechts oben zeigt an, wie viele glänzende Objekte SpongeBob besitzt. Und die Zahl oben in der Mitte zeigt an, wie viele goldene Pfannenbänder SpongeBob gesammelt hat. Die Zahl rechts unten zeigt an, wie viele von Patrick verlorene Socken SpongeBob gefunden hat. Schön, dass da zwischen von und Patrick kein Leerzeichen ist. Und die Zahl oben links zeigt zu guter Letzt an, wie viele Unterhosen SpongeBob besitzt. Das kann er wissen. Gut, dass meine Kamera rechts mittig ist, ne? Dann. Das sind. Ich hab da noch was gesehen. Oh Gott, wie hieß die Seepferdchen noch in der Einfolge? Bidubidubi, ja, haben wir hier noch was? Ne? Haben wir fast einen vergessen. Immer schön umschauen. Ich würde mir ja gern einen Imbiss machen. Aber ich habe keine Zeit. War hier noch was? Ne, da ist nix. Möchtest du 10 glänzende Objekte ausgeben, um Zugang zu diesem Bereich zu bekommen? Ja. So. Yay. Und hier? Schade. Was sagt denn das Schild hier? SpongeBob kann springen, während du A drückst, drückst du A, während SpongeBob gerade in der Luft ist, macht der einen Doppelsprung und kommt noch höher. Das funktioniert aber nur einmal pro Sprung. Gut, das habe ich herausgefunden. Deswegen. Der funktioniert wahrscheinlich noch gar nicht. So, warte mal. RB zum Lesen. Das ist eine von SpongeBobs Unterhosen. Jedes Mal, wenn er von einem Roboter getroffen wird oder gefährliche Objekte oder Oberflächen berührt, verliert SpongeBob eine Unterhose. Na toll. Etwa so. Sehr schön. Sobald SpongeBob alle Unterhosen verloren hat, muss er diesen Bereich von vorne beginnen. Ah ja, das ist aber sein Leben. Was seine Unterhosen sind, sein Leben. SpongeBob kann verlorene Unterhosen ersetzen, indem er unterwegs neue aufsammelt. SpongeBob beginnt mit 3 Unterhosen, aber es gibt auch spezielle goldene Unterhosen, die in Bikini Bottom versteckt sind. Und SpongeBob erlaubt, mehr als 3 Unterhosen gleichzeitig zu tragen, falls er sie findet. Du kannst nachsehen, wie viele Unterhosen SpongeBob trägt, indem du RT drückst. Sehr gut. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Oh, ist das nicht eh. Noch was hier, Döne. Also. Die falsche Taste, Schlaumeier. Jetzt gibt's viel zu lesen. Jetzt geht's rund.
zu sehen, wie gut sich SpongeBob in den einzelnen Levels des Spiels macht, kannst du jetzt die Pause-Taste drücken. Bewege im Pausenmodus den linken Stick, um ein Level auszuwählen. Wenn du ein Level ausgewählt hast, kannst du A drücken, um dir die Details dazu anzusehen. Sobald die Detailansicht geöffnet ist, musst du den linken Stick nach links oder rechts bewegen, um einen Hinweis auf den goldenen Pfannenwender zu bekommen. Von dem SpongeBob weiß, indem du A drückst, wenn der Hinweis auf einen goldenen Pfannenwender ausgewählt ist. Wird man langsamer lesen. SpongeBob kann ein Taxi nehmen und von überall im Spiel direkt zum Gebiet dieses Pfannenwenders fahren. Mal einsammeln hier den ganzen Kladderadatsch. Das nächste Schild. Drücke Y, wenn SpongeBob auf dem Boden ist, damit er einen Blasenschlagangriff macht. Mit einem Blasenschlagangriff kannst du Tikis und Roboter zerschlagen oder Schalter drücken, die sich direkt über SpongeBob befinden. Wenn du dieses Symbol siehst, kann SpongeBob sich darauf stellen und einen Blasenschlagangriff machen, um Tikis zu zerstören, die direkt über ihn sind. Haben wir hier noch Schönes? Drücke die B-Taste, wenn SpongeBob in der Luft ist, damit er einen Blasensprungangriff ausführt. Der Blasensprungangriff kann Tikis oder Roboter zerstören, die sich direkt unter SpongeBob befinden. Außerdem können damit Schalter am Boden gedrückt werden. Der Blasensprungangriff kann SpongeBob nur machen, während er in der Luft ist. Boah. Und das letzte Schild, glaube ich, erstmal für den Raum, ich weiß es nicht. Drücke X, damit SpongeBob einen Blasenwirbel ausführt. SpongeBob kann den Blasenwirbel benutzen, um Tikis aufzuschlagen oder Schalter an Wänden zu drücken. Außerdem kann er damit die meisten Roboter besiegen. SpongeBob kann mitten in der Luft auch den Blasenwirbel ausführen, um Objekte zu treffen, die weiter oben sind. Das will so viel Information auf einmal. Yay, wir haben einen Ball. Na gut. Zu hübsch. Ich halt's nicht aus. Geschenke öffnen ist klasse. Na, dann sagst du was. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück. Moin. Ob ich mir das alles merken kann. Aha. Da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Hefte auf. Das war so. Da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Hefte auf. Hier ist ja sehr schön. Natürlich. Da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Hefte auf. Geht's denn hier lang? Lang, Alter. What the fuck? Warte mal. Da. Da. Ja, wo geht's denn hoch? Ach, ich muss den blöden Ball da wahrscheinlich, oder? Ein Comic-Hälfte. Ach, stimmt ja, ich habe hier den Dingens. Warte mal. Warte mal, jetzt wärst du wert, so einen großen Ball zu Hause. Nein, der Ball. Oh. Hierher, Ball, Ball, Ball. Bleibst du da? Das ist schon so eine coole, wo er rein soll. Da nicht. Banane.
Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Gut. Das haben wir immerhin. Och, meine Fresse. Du meinst ja alles, ja, ne? Meine Güte. Schön. Möchtest du ja. Gott sei Dank. Goldene Pfannenwender, meine Damen und Herren. Ab geht. Da liegt gar nichts. Was liegt denn da? Ach, eine quietsche Ente. Ich würde mir ja gern einen Imbiss machen. Aber ich habe keine Zeit. Das ist zum Speichern. Eine Notiz von Mr. Krabs. Ach so, okay. Und sie riecht sogar nach Schweiß, genau wie er. Bäh. Ahoi, SpongeBob. Als treues Besatzungsmitglied der Krossen Krabbe wurdest du zum Chefsammler von glänzenden Objekten befördert. Wow, eine Beförderung. Beförderung, aha. Ganz recht, eine Beförderung. Sammel alle glänzenden Objekte, die diese Roboter liegen lassen, ein und bring sie zu mir. Jetzt hör auf, wie ein Seepferdchen herumzusausen und fang mit dem Sammeln an. Okay, Benjamin Blümchen, ganz ruhig. Okay, sind doch nicht zum Speichern. Ich dachte, da wäre zum Speichern gedacht. Was sagt Gary? Wow. Na, okay. Das kannst du mir ruhig zutrauen, Gary. Na gut. Yay! Genau draußen. Eieieiei. Oh, es geht doch nichts über den Klang der eigenen Nachbarschaft. Hau ab, SpongeBob! Du verschmutzt meinen Freiraum zum Nachdenken! Na, nee, ist klar. Du willst wohl wieder das Rezept für den Krabbenburger stehlen, was, Plankton? Tja, damit kommst du nicht durch. Es gibt größere Fische zu braten. Ich muss herausfinden, wie ich die Kontrolle über den Abfalleimer von diesen Robotern zurückhole. Wo sind die denn hergekommen? Wenn er sich jetzt verplappert, dann hat er ein Problem. Woher? Das weiß ich nicht. Von mir jedenfalls nicht. Ach, so verdammt. Viel ist sicher. Sie sind plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und haben mich beleidigt und mit Sachen beworfen. Sie haben sogar alle meine Löffel verbogen. Ich habe diese Löffel geliebt, als wären sie meine Kinder. Du Hans, Gottes Willen. Das ist ja schrecklich. Ach, kannst du mir nicht helfen, sie aufzuhalten, bevor sie auch noch meine Gabeln verbiegen? Okay, wenn sie die Gabeln verbiegen, dann geht's zu weit. Aber Hauptsache, die Messer bleiben gerade. Nicht die Gabeln. Oh mein Gott. Natürlich helfe ich dir. Aber Moment, eigentlich soll ich doch goldene Pfannenwender sammeln. Ach du, jetzt alles sammeln müssen, mein Gott. Goldene Pfannenwender, wie? SpongeBob, wenn du mich in den Abfalleimer zurückbringen kannst, dann gebe ich dir einen ganzen Eimer voller goldener Pfannenwender in deinen Träumen. Ja, ja, ja. Abgemacht. Ja, 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 oh Gott. Mr. Krabs, was will der denn von uns? SpongeBob, diese ausufernde Roboterkrise sorgt dafür, dass die Krosse Krabbe mehr Geld verliert als ein sinkendes Schiff. Und kein Geld bedeutet keine Krosse Krabbe mehr. Und das bedeutet keine Burgerbraterei mehr für dich. Oh mein Gott, der arme SpongeBob. Keine Burgerbraterei mehr? Aber da du so gutgläubig bist, werde ich dir helfen und einen kleinen Profit daraus schlagen. Ich habe ein paar goldene Pfannenwender, die ich dir bereitwillig gegen ein paar dieser glänzenden Objekte tauschen würde. Dass er das nicht selber automatisch umstellt, also diese Texttafel. Ich muss sie mal selber drücken. So, was haben wir denn hier Schönes? Um aktivieren diese Schalter, musst du springen und Y drücken. Ja. Tsching. Natürlich. War so klar, warte mal, wo geht's denn überhaupt lang? Wieder rein. Hey, SpongeBob, ich Gut. bin hier, um dir eine helfende Blasenhand zu leihen. Woher kennt man die Stimme von Kumpelblase?
das Samuel L. Jackson? Also die deutsche Stimme jetzt halt. Ach, die ist aber noch gut gestellt, die Frage. Kumpel Blase. Yay. Ich finde, du solltest ein paar neue Blasenmoves lernen, wenn du die Reise in die 9. Dimension antrittst, um den Riesenaffenmann zu besiegen. What? Aber ich muss doch nur herausfinden, wie ich diese Roboter loswerde. Ach ja, tut mir leid. Ich habe wohl zu lange in Seifenlauge gebadet. Wo waren wir gerade? Es ging um neue Blasenmoves. Blasenmoves. Aha. Richtig, drücke diese Taste, um dich geradewegs in die Luft zu befördern. Und zwar mit Blasenkraft, die alles besiegt, was direkt über dir ist. Probier es mal. Bin ich immer gespannt. Gott, leckt! Schupper-Kombo. Ja, stimmt, der explodiert ja. Stimmt, das waren ja die Dinge. Ich glaube, da oben kommen wir noch gar nicht hin, ne? Was? Verdammt. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Ah. Drück. Damit kommen wir hoch. Schneller, Spongebob, schneller. Halt, hier geblieben. Oh Gott. Komm, beeil dich. Oh Gott. Jetzt kann ich sogar 4 Unterhosen tragen. Das ist klasse. Und die vollen goldenen Pfannwender gibt's auch noch. Das war aber knapp, du meine Herren. Klasse. Ach, schau, was Patrick sagt. Er verliert einfach die Hose. Patrick, ey. Hey, Patrick, schicke Socke. Welche Socke? Die, auf der du stehst. Er steht auf einer Socke? Ach, die. Ach so. Die hab ich verloren. Dann bin ich wieder mein Booster. Wenn du diese hier verloren hast, wo sind dann deine anderen Socken? Was ist das für eine Socke, ey? Wie geht's? Ja, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Die hab ich noch Dollar verloren. Ein Rudel Roboter kam hier durch und hat mir meine Sockensammlung geklaut. Ich könnte Hilfe gebrauchen, sie zurückzuholen. Sieht schön, wie die Socke aber so mitten ins Gesicht klatscht. So, dann haben wir doch hier bin ich. Ach, da, ja, meine Socken, ja. Da. Klare Sache, Patrick. Wofür sind beste Freunde sonst da? Also gut. Für jeweils 10 Socken, die du mir zurückbringst, gebe ich dir eine goldene Truthahn-Pipette. Geil, eine goldene Truthahn-Pipette. Du meinst einen Pfannenwender. Ach, ist doch scheißegal. Pipette ist besser als ein blöder Pfannenwender, mein Gott. Gesundheit. Gott. Patrick sollte mal wieder waschen. Ja. Ah, okay, warte mal. Ich glaube, die spawnen eh wieder nur hier diese Dinger, ne? So, ich will die jetzt erstmal mitnehmen. Au. Ich glaube, wir müssen die, glaube ich, erstmal in die Quallenfelder, wenn ich mich recht entsinne. Kann man da eigentlich hochnehmen, ne? Nee, da ist eine Wand. Ne, funktioniert nicht. Hätte sein können. Was war das jetzt? Hab doch gerade geschafft irgendwie.
So, nicht mit mir, Freundchen. Ach stimmt, heute sollte man ja die Besen aus dem Haus verbannen, nicht, dass die Frauen damit rumpft. Gottes Willen, ey. Ja, wir müssen erstmal zu den Quallenfeldern, Quallenfeldern. Ach ne, Quallenfeldern war das ja. Drücke RB, um die Quallenfeldern zu reisen. Ach ja, komm mal her damit. Dakshi, Dakshi. Die grünen Hügel der Quallenfelder. Ein Ort, um die pure Natur zu erleben. Und manchmal auch ein paar Stiche. Ulala. Na toll. Au! Oh. Andi. Au! Wie laut ist Thaddäus bitte gerade gewesen, meine Fresse? Thaddäus, alles in Ordnung? Ja, alles gut, kein Problem. Nichts ist in Ordnung, du Sprottenkopf. Sehe ich aus, als wäre alles in Ordnung? Boah, ey, das ist so schrecklich mit dieser Synchrone. Ich kenne halt noch die Alten, aber die Neuen ist nicht so toll. Naja, deine Nase sieht ziemlich groß aus. Ich meine größer als üblich, denn sie ist auch sonst schon ziemlich groß. Und du schwitzt und... Ach du meine Güte, du hast eine Glatze! Es ist André. Nur André hat eine Glatze. Es ist nicht Thaddäus, es ist André.